Hallo Leute und herzlich willkommen. Oh Leute, warte mal. Und herzlich willkommen zu GTA zurück. Heute wieder mit Daydreamer. Moin Leute. Genau, ich weiß gar nicht, was wir jetzt eigentlich so genau machen, Alter. Ich habe jetzt einfach mal für was gestimmt. Nehmen wir mal das. Das sieht interessant aus. Waldgemetzel. Ich glaube, das ist einfach wieder ein Deathmatch, oder? Oder so. Keine Ahnung. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ja, wir schauen unbedingt bei Daydreamer vorbei. Auf jeden Fall hatten wir da eine sehr spannende Folge vorhin gerade aufgenommen. Ja. Junge, okay. Ich hoffe, diese hier wird auch. Ich hoffe aber, wir schaffen es diesmal. Ja. Mach die Mucke aus. Zeitlimit? Brauchen wir ein Zeitlimit? Eigentlich ja nicht. Ja, doch, ich mache ein Zeitlimit. Im Deathmatch, was er da will, oder? Okay, du bist schon wieder drin. Ja, warte mal, dann spielen wir. Let's go. Was müssen wir da eigentlich machen? Was ist das? Waldgemetzel. Versteck dich gut. Team Deathmatch. Denn es könnte heiß werden. Ah, wir müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Oh, ich werde besser nix. Ich weiß nicht, wie gut ich bin. Ich wette 1000 Dollar, dass ich dich töten werde. Okay, warte mal, ich wette auch 1000. Dämon, also sei ruhig, ich mach dich platt, Alter. Ist die Wette nicht platziert? Achso, bitte bestätigen, so. Enter. Könntest du mich jetzt einfach steinhart verarschen? Ah ne, du hast auch gewettet, okay. Jetzt spielen wir schon richtig um Geld. Ich suche an einer passenden Gewinner. Dings. Oh, der ist nice. Können wir uns irgendwie auch noch Munition kaufen? Okay, man muss glaube ich 25 Kills haben, damit man gewinnt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hoch eingestellt war. Ach, was ist egal. So, bist du bereit? Ich bin ready. Ja, ich eigentlich auch. Was ist jetzt hier los? Warum klappt's nicht? Und jetzt hat's geklappt. Ah, jetzt muss klappen. So, Alter, ich hab voll das MG. Mhm. Ich auch, Alter. Jetzt geht's komm los. Her. Explodieren diese Autos hier und die Gasfässer? Ich glaube schon. Nein, ich hab keine Ahnung. Ah, wir werden's sehen. Oder oh, gibt's auch Granaten? Geil. Aber wo? Ah, hier. Bist denn du? Oh, lol, du. Warte mal. Oh, Scheiße. Uff. Bist du? Ich hab Angst, ich schmeiß Granaten um mich. Oh. Alter, ich. Oh, what? Instant Headshot. Lol. Okay, das war ein Lucky Shot, muss ich sagen. Warte, ich will auch in dein Gefährt. Kann ich hier in das einsteigen? Würde ich hier gerne rumfahren. Als ob. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, okay, so geil ist es doch gar nicht. Alter, zeige ich dir mal, wie das ein Profi macht. Wo bist du? Hallo. Oh ne, das ist dumm, ich wusste es. Oh, komm her. Junge, komm her. Es passiert einfach nichts. Was ist das denn? Mann, scheiß. Auto. Nein, oh Gott, aua. Echt? Oh, jetzt aber. Okay, warte mal, ich muss kurz wieder. Auch wieder so ein Bulldozer, Alter. Gibt's hier nicht auch noch andere Autos oder so? Oh Gott, Alter, du hättest mich die ganze Zeit abschießen können. Oh lol. Was? Ich hab dich getroffen? Lol. Ich hab einfach just for fun meine Granate rumgeschmissen. Nice. Alter, geil. Er schießt schon. Oh Gott. Nein. Oh, oh. Schnell raus. Schnell weg. Oh, oh. Alter, ich hab gerade so viel Schaden von der Explosion bekommen. Junge, reicht auch mal? Bist du denn? Wo bist du? Ich bin tot. Geh zum Help. Als ob, jetzt kommt er auch mit der Granate. Ach komm, Junge. Lol, du warst ja direkt da. Was? Einfach, ich hab ein paar Granaten geschmissen. So, wo bist du denn, Freund und Helfer? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, was ich jetzt mache. So, wo bist du? Zeig dich. Oh ne. Und ich bin auf die Seite gekippt. Nein, was? Was? Als ob. Ah, das warst aber du, oder? Ja, ja. Alter, wie dumm. Ich bin umgekippt mit diesem scheiß Betonmischer. Und dann schießt nur noch in den Tank, der davor ist. Und bumm, tot. Oh Gott, lol. Alter, übel Verbindungsprobleme. Ich bin tot. Junge, was ist mit meiner Verbindung gerade los? Komplett am Arsch. Ja, ja. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach, scheiße, nur ein Balken, Alter. Ich sollte mir wirklich mal irgendetwas fürs Internet holen. Sehr gute Idee. Spielen? Oh ne, ich glaube, ich wurde rausgekickt. Wegen meiner Internetverbindung. Boom. So, jetzt hier kommt meine wunderschöne Win-Animation. Ja, ich warte. Bist du kommen? Hoffentlich, bitte. Komm. Oh, scheiße. Hier ist meine Animation nicht. Nein. Ah, das ist, ich hatte eine geile Animation. Ja, schön. Verbindungsprobleme. Ja, geil. Also. Warte mal, was haben wir noch? Nein, jetzt habe ich 1000 verloren. Also. Ja, weil ich gewettet habe. Immer das hier. Ja, das hast du. Warte mal. Digga, geht ja, was ist bei mir gerade los? Ich hänge gerade ein bisschen. Schade. Ah, jetzt funktioniert.
Ja, perfekt, dann nehme ich die. Das fehlt meinem. Das fehlt meinem MC. Richtig. Okay, dann stillen wir mal ein paar Vorräte. Na gut. Naja, wird schon schief gehen. Lade Segen. Oh, diese schöne Geldwäscherei. Sieht aus wie bei meinem Praktikum. So, nicht, dass sie bei meinem Praktikum bei der Firma Geld waschen, nein, aber das ist eine Druckermaschine. Das ist schon mal übereinstimmt, die Druckermaschine. Es ist immer so, wenn du Falschgeld in der Gelddruckerei arbeiten würdest, kannst du auch mal so einen Stapel mitnehmen. Das fällt aber auf. Im geschulten Auge fällt das auf, dass es Falschgeld ist. Irgendwo habe ich mal eine Serie oder einen Film gesehen, da war jemand, war Druckermeister oder in der Druckerei gearbeitet und der hatte Falschgeld gedruckt. Das war so gut, dass es nicht mal ein Profi entdeckt hat. Krass. Machen wir auch, ich oder? Ich weiß gar nicht mehr, wodurch der am Ende aufgeflogen ist. Also irgendwie backe ich gerade hier in diesem Screen, Alter. Ja. Hier passiert bei dir irgendwas, Alter? Kannst du mich mal schlagen oder so? Natürlich, kann ich aber nicht. Oh Mann, Junge, was ist denn mit GTA los? Ich kann nichts mehr drücken. Ich muss das Spiel schließen, oder? Ja, es geht nicht mehr. Nein, oh Mann. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ah, ne, warte. Es hat geklappt. Nee, warte, wie habe ich das gemacht? Irgendwas gedrückt. Und dann bin ich rausgekommen. So. Okay, das Problem ist, wenn ich jetzt wieder. Ich bin jetzt gerade in diesem Pausenscreen sozusagen. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder ins Spiel gehe, dann bugge ich wieder in diesem Screen von diesem Laptop. Ja. Mach ich jetzt. Ja, geil. Ja, warte, wir nehmen einfach nochmal einen Job an. Warte mal. Da können wir das einfach nochmal so machen zur Abrundung. Was machst du denn da? Ey Junge, wollt ihr mich verarschen? Ja, Alter, ich suche jetzt mal noch kurz eine neue Sitzung. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das kannst du keinem erzählen. Ich bin jetzt in der anderen Lobby und ich bin hier im genau gleichen Screen. Ich bin sogar aus der Druckerei raus. Aber wenn ich ins Spiel gehe, bin ich in diesem Screen. Was? Ja, du kannst es im Video danach nachschauen. Wir haben ja immerhin trotzdem ein bisschen Videomaterial. Okay, Leute, dann war es das jetzt. Scheinbar mit dieser sehr chaotischen GTA-Folge. Also, Digga, was ist da mit dem Spiel los? Naja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Schaut auf jeden Fall bei Daydreamer dabei. War auf jeden Fall eine sehr nice Folge, die letzte Folge. Werden sicherlich in Zukunft auch noch nice Folgen kommen. Und dann würde ich sagen, ja, war's das mit dieser Folge GTA. Schaut unbedingt bei Daydreamer vorbei. Lasst ein Abo und ein Like da. Also auch bei mir natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Yeah. Aha.